Es gab Zeiten, da war ich 100% Krankheit. Also da war nichts mehr von mir übrig. Und jetzt ist es wieder so, jetzt bin ich wieder ich. Hi, ich bin Markus, ich bin 34 Jahre alt, ich war lange magersüchtig und ich erzähle euch heute meine Geschichte. Nach dem Abi wusste ich erstmal gar nicht so genau, was ich überhaupt machen wollte und habe mich dann einfach mal beworben für Lehramt. Habe dann angefangen in Münster das zu studieren, habe da auch gelebt in der WG mit zwei Freundinnen. Es war eigentlich perfekt, das Studium auch und die Studienzeit und dann den Bachelor absolviert und dann den Master gewesen. Fast mit in meinem letzten Semester dachte ich mir, ich gönne mir jetzt nochmal was Gutes. So, also ich tue meinem Körper was Gutes. Und nutze nochmal das Angebot der Uni aus, so den Kraftsport. Habe ich vorher nie irgendwie Berührung mit gehabt, aber Freunde von mir haben das gemacht. Am Anfang war es halt wirklich nur so ein Hobby, also ganz normal eigentlich, so einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche. Dann habe ich erste Erfolge gemerkt und wollte dann auch immer mehr. Irgendwann habe ich dann überlegt, okay, wenn ich jetzt aber 2 Stunden im Kraftraum war und dann abends eine Tüte Chips esse, ist ja mein ganzer Trainingserfolg weg. Habe dann angefangen, sowas wegzulassen, also Süßigkeiten weniger gegessen, Eiweiß immer mehr eingebaut, Kohlenhydrate immer mehr weggelassen. Und dann ist es irgendwann gekippt und dann war es wie so eine Spirale. Und dann ging es auch sehr schnell immer tiefer, also auch mit dem Gewicht, dass ich sehr schnell sehr viel abgenommen habe. Und das war wie so ein Sog, wie so ein Strudel, wo ich dann alleine nicht mehr gegen angekommen bin. Es war so Februar, März 2013, dass meine Hausärztin dann zum ersten Mal die Diagnose ins Spiel gebracht hat. Und dann dachte ich so, aber ich habe keine Essstörung. Das haben nur vielleicht so Teenie-Mädels oder generell halt Frauen eher und so, aber ich habe keine Essstörung. Die Essstörung hat mir eigentlich alles genommen. Ich habe mich komplett isoliert. Ich konnte Lautstärke nicht aushalten, Stimmengewirr. Ich konnte Unterhaltung gar nicht folgen. Also wenn mir jemand was erzählt hat, da war oben im Kopf, da war nichts. Ich war sehr vernebelt. Es ging irgendwann nur noch darum, zu essen oder nicht zu essen, versuchen, Essen zu vermeiden, zu betrügen, zu belügen. Eine Fassade aufrechtzuerhalten, bis ich dann irgendwann wirklich nur noch alleine war mit meiner Essstörung. Mein Tiefpunkt war im Sommer 2015. Bin dann da ins Krankenhaus gekommen und dann gab es halt einen Tag, wo der Arzt dann halt zu meinem Vater gesagt hat, rufen Sie bitte Ihre Frau an, Ihr Sohn wird die Nacht nicht überleben. Und dass sie sich halt verabschieden müssen von ihrem Sohn. Das war wirklich der Tiefpunkt, ja. Aber ich habe es geschafft. Also ich wollte irgendwann erlöst werden von diesen Qualen, die mir die Essstörung gebracht hat. Aber ich wollte nicht sterben. Und ich wusste auch immer, es gibt noch so viel, was ich noch machen will und sehen will. Irgendwas hat mich dann immer da aufrecht gehalten. Ich bin dann im September 2017 bei Via Anni eingezogen. Das ist ein betreutes Wohnen für Menschen mit Essstörung. Ich bin da mit der Vorstellung hingekommen, ich ziehe da ein und dann bin ich nicht mehr essgestört. Dass ich dann nichts machen muss und es wird alles irgendwie gehen. Aber so ist das nicht. Also man muss auch da sehr viel arbeiten. Es ist wirklich permanent ein Kampf gewesen. Jeden Tag, ja. Je mehr ich zugenommen habe, desto mehr konnte ich selber auch wieder machen, habe ich dann festgestellt. Desto mehr konnte ich dann mich mit Freunden treffen,
desto mehr konnte ich Dinge wieder erleben. Ich konnte wieder laut Musik hören und so. Also, dass so wirklich auch Lebensfreude zurückkam und ich gemerkt habe, davon will ich mehr. Dann ging es recht schnell, dass ich weitere Erfolge erzielt habe, dass ich dann nach einem knappen Jahr umziehen konnte in meine eigene Wohnung. Also schon noch von Einrichtung, nach wie vor mit Gesprächen, aber insgesamt war es halt eine gute Entwicklung. In der Zeit der Essstörung hatte ich eine tierische Angst vor Lebensmitteln. Also nicht nur davor, dass ich dadurch zunehme, sondern auch wirklich vor diesem Lebensmittel an sich. Und deshalb war es am Anfang was ganz Besonderes, so ein Eis zu essen, einfach unterwegs ein Eis zu essen, nicht darüber nachzudenken, okay, was habe ich vor einer Stunde gegessen und was esse ich vielleicht in einer Stunde, und dass ich jetzt einfach in diesem Moment dieses Eis esse und das genieße. Mafalda Rakosch, eine Fotografin aus Wien, hatte angefragt bei Via Anni für ein Fotoprojekt. Und die Hände ein bisschen tiefer halten. Noch ein bisschen. Wo es um Männer mit Essstörungen geht. Und da dieser Krankheit auch mal ein Gesicht zu geben und auch zu zeigen, dass es nicht nur darum geht, nicht zu essen und nicht essen zu wollen, sondern dass da auch ganz andere Gründe hinterstecken. Viel, viel tiefergehend noch, als was man vielleicht so gemeinhin erwartet. Das fand ich so spannend, allein schon diesen Ansatz zu haben, zu gucken, okay, was steckt da noch hinter? Noch ein bisschen mehr? Noch ein bisschen mehr? Ja. Es gibt viele verschiedene Gründe für die Essstörung bei mir. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass ich nie selber zu mir stehen konnte, also so, wie ich tatsächlich bin, und das immer so verdrängt habe und mich nie damit auseinandergesetzt habe, wer ich auch eigentlich bin. Irgendwie war ich einfach unzufrieden mit mir. Und trotzdem will ich sagen, ich hatte ein tolles Leben, also ich hatte tolle Freunde, ich war nicht unglücklich und so, aber irgendwas passte nicht ganz. Tada! Den kenne ich doch. Das war dein Lieblingsbild, ne? Von allen? Ja. Ich bin dann zur Ausstellungseröffnung gefahren nach Den Haag. Und es war natürlich total schön zu sehen, okay, ich bin Teil dieses Projekts. Es war eine tolle Zeit. Wirklich, was eine Essstörung ist, wusste ich nicht. Ich wusste nicht, was Symptome davon sind. Also was das eigentlich mit einem macht und was das für eine psychische Kraft hat, das war mir überhaupt nicht bewusst. Gar nicht, bis ich das dann selber halt erfahren habe. Ein wichtiger Schritt in meiner Genesung war auf jeden Fall auch mein Coming Out. Also ich hatte ganz viele Ängste auch, was dieses Thema betrifft einfach. Ich musste mich einfach mal trauen. Auch so Sachen, die mir die Essstörung genommen hat, so mal wieder auf Partys gehen und so, habe ich dann 2019 richtig nachgeholt und ausgelebt. Ich habe Freunde getroffen, die ich jahrelang nicht gesehen habe, wirklich jahrelang. Und es war so schön, und die mir auch teilweise gesagt haben, Markus, ich hätte nie gedacht, dass wir noch mal zusammen hier sitzen und essen gehen. Krass, wenn ich heute drüber nachdenke, also wo ich war und dass ich halt jetzt alles wieder machen kann, ist schon ein kleines Wunder. Ich mache wahrscheinlich Dinge noch anders als Leute, die nie mit einer Essstörung in Kontakt gekommen sind. Aber es gibt auch Momente, wo ich gar nicht mehr darüber nachdenke. Das gibt's auch.
ich warte jetzt auf den Bescheid von der Deutschen Rentenversicherung. Da bekomme ich jetzt einen Sachbearbeiter. Und dann wird mit diesem Sachbearbeiter geguckt, wie geht es jetzt weiter. Also mache ich zum Beispiel eine Umschulung erstmal wieder, um einzusteigen, nochmal andere Praktika oder komme ich so irgendwo rein an eine Stelle. Aber ich bekomme dabei Hilfe, jetzt wieder meinen Platz zu finden in der Arbeitswelt. Es gab Zeiten, da war ich 100% Krankheit. Also da war nichts mehr von mir übrig. Und jetzt ist es wieder so, jetzt bin ich wieder ich. Ja, ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Habt ihr Erfahrungen mit Essstörungen? Was denkt ihr darüber? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Und wenn euch dieser Film gefallen hat und ihr noch mehr sehen wollt von 37 Grad, dann abonniert doch einfach diesen Kanal.